Ja, das stimmt schon, dass man gefühlt irgendwie immer schon unter Null anfängt und die Männer sowieso in allem besser sind. Für mich ist der Frauenfußball der Fußball, in den ich mich persönlich verliebt habe. Ich bin Lena Kassel, ich bin Sportjournalistin und Moderatorin. Heute treffe ich Lena Magul. Sie ist Offensivkünstlerin und Kapitänin des amtierenden deutschen Meisters aus München. Mit ihr spreche ich über Erfolge und Rückschläge, über das Scheitern, aber auch über die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball. In den Tiefen meiner Recherche habe ich ein Video von dir und deinem Bruder gefunden aus dem Jahr 2001, glaube ich. Und in diesem Video wurdest du nach deinem Ziel im Leben gefragt. Und als erste Antwort kam Fußballerin. Und ich würde sagen, Mission accomplished. Also erstmal voll schön, dass ich in dem Alter einfach schon wusste, was ich werden möchte. Ich muss schon sagen, dass ich jetzt in den letzten Jahren eine stärkere Persönlichkeit aufgebaut habe, weil vorher war ich halt schon auch eher so das klassische Fußballmädel von der Straße, das Bock hat, Fußball zu spielen, dass ich vielleicht nicht so viel Gedanken mache. Aber ja, im Laufe meiner Karriere habe ich immer mehr Empathie auch entwickelt, habe immer mehr Verantwortung auch übernommen. Ich glaube, das wurde einfach auch positiv wahrgenommen im Trainerteam oder auch in der Mannschaft. Und das ist was, was mir auch Spaß macht, weil ich mich nicht verstellen muss, sondern dass ich auch so geschätzt werde, wie ich als Persönlichkeit bin. Ja, und nach dem Champions-League-Titel habe ich mich gefühlt wie die Queen. Einfach dann, den Moment genossen, getanzt, gefeiert, getrunken. Alle Leute waren da. Ja, das hat mir gezeigt, wie toll es halt einfach sein kann, was zu gewinnen. War dann für die nächsten Jahre auch schwierig, das irgendwie zu toppen. You can always learn in life and in football because it's also life. Was war denn dein größtes Learning, das prägendste in deinem Leben bisher? Ich glaube, das größte Learning für mich war einfach mental mit Situationen umzugehen. Ich schon viele Phasen auch hatte, wo ich mich übelst habe stressen lassen, wo ich nicht wusste, wohin mit mir, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob alles korrekt ist, was ich mache. Und da war es für mich besonders wichtig, mental gut damit umgehen zu können und vor allem mich selbst auch mehr mit meiner Person zu beschäftigen, weil niemand sonst kann dir irgendwie Entscheidungen abnehmen, sondern du bist halt immer für dich selbst verantwortlich, für deine Entscheidungen, für deinen Weg, den du machst, für das Leben, was du führst. Wie kann man denn mit Rückschlägen richtig umgehen? Also wichtig ist erstmal drüber zu reden, also nicht alles halt in sich hineinzufressen und zu glauben, dass man es schon mit sich selbst ausmachen kann. Da geht es dann auch darum, sich ganz stupide Gewohnheiten aufzubauen, wie jeden Tag was aufzuschreiben, was jetzt gut gelaufen ist, wofür man dankbar ist. Also viele Dinge, die eigentlich dann auch gar nicht so wirklich was mit Fußball zu tun haben, sondern eher mit mir selbst. Was würdest du denn sagen, was hat der Frauenfußball, was der Männerfußball nicht hat? Ich glaube, dass wir Fußballerinnen uns als normale Menschen ansehen. Also es klingt irgendwie jetzt auch ein bisschen blöd. Jeder Mensch ist auch gleichwertig, so wie er ist und was er tut. Aber ich glaube schon, dass es viele Fußballer gibt, die denken, dass sie was Besseres wären. Ist ja auch normal, wenn du so gefeiert und gehypt wirst von Menschen. Und ich glaube, bei uns ist es schon so, dass wir immer noch wissen, wo wir herkommen und dass wir vielen Menschen was zurückgeben wollen, dass wir zeigen wollen, wie viel Mehrwert der Frauenfußball halt auch bringt. Ich habe immer das Gefühl, dass der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die Chancengleichheit angeht, immer die Fehlerkultur ist. Ja, das stimmt schon, dass man gefühlt irgendwie immer schon unter Null anfängt und die Männer sowieso in allem besser sind. Aber ich muss wirklich sagen, dass mir das eigentlich immer gut getan hat. Also auch als ich schon früher angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich habe ja nur gegen Jungs gespielt, weil in meinem Alter damals noch nicht so viele Mädels in Dortmund gespielt haben. Und mir tat es immer gut, wenn die Jungs mich auch provoziert haben, zu sagen, du kannst ja kein Fußball spielen, bist ja ein Mädchen, was macht das Mädchen hier? Viele Vorurteile, die da waren. Aber mich hat es irgendwie natürlich auf der einen Seite ein bisschen verletzt, aber auf der anderen Seite extrem gepusht, weil ich auch wusste, was ich kann. In den letzten 10 Jahren kam ja auch die Malerei dazu. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, das war irgendwie so, dass ich ein Hobby gesucht habe, neben Fußball. Welches Gefühl hast du beim Malen? Bist du dann in so einer Trance? Ich bin mega im Tunnel, ja. So wie man sich das halt so vorstellt, ne? Man kriegt nichts mit. Nee, also ich mache einfach
Musik an und denke wirklich an wenig. Wie so eine Meditation, ne? Jetzt haben wir sehr viel über Scheitern und Rückschläge gesprochen. Wie sieht denn das Scheitern in der Kunst aus? Also gibt es das überhaupt? Wie ich Kunst sehe, glaube ich nicht. Für mich ist es halt so, oder fühlt es sich einfach so an, dass Kunst kannst du so bewerten, wie du möchtest. Mir geht es wirklich nur darum, was auf die Leinwand zu kriegen, womit ich mich vielleicht auch identifizieren kann oder was mir einfach Spaß macht. Und wenn es sich nach Scheitern anfühlt, dann mache ich es am nächsten Tag weiter, streiche alles drüber und habe ein neues, perfektes Bild für mich.